Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Interview. Mein Talkgast heute, Lutz Ramlich. Hallo Lutz. Hallo Boris, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Vielleicht eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Du sitzt gerade in Bangkok und hast trotzdem es ermöglicht, dass wir dieses Interview führen dürfen. Genau, tatsächlich habe natürlich nicht ich das ermöglicht, sondern die fantastische Technik heutzutage. Ja, also ich bin gerade auf dem Rückweg von 6 Wochen Arbeit in Thailand und es ist wirklich sensationell, was heutzutage möglich ist. Und trotzdem soll natürlich der Fußabdruck immer positiv bleiben. Ja. Ich habe also in den 6 Wochen bin ich gewandert, gelaufen und mit dem Fahrrad gefahren, ja, vor allen Dingen natürlich gejoggt. Und habe mir extra auf Koh Phangan keinen Roller ausgeliehen, damit ich das alles vom Flug wieder wegmache. Sauber. Also ich glaube, es gibt Schlimmeres, als in Thailand zu arbeiten. Okay. Gut. Das kann ich nicht beurteilen. Lutz, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich erst einen kurzen rechtlichen Hinweis verlesen. Die in diesem Interview enthaltenen Empfehlungen können die individuelle Beratung bei einem Arzt oder beispielsweise Schlaftherapeuten nicht ersetzen. Sie dienen lediglich der Vermittlung von Wissen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Umsetzung der hier gegebenen Informationen sollten deshalb immer mit einem qualifizierten Arzt oder Schlaftherapeuten besprochen werden. Das Befolgen der Empfehlung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Jetzt kurz zu dir, Lutz. Du bist Buchautor, Speaker, Online-Unternehmer und deine Themen sind, also du siehst den Mensch ganzheitlich, das gefällt mir in der Arbeitsweise, da haben wir etwas gleich. Es geht ja diesem konkreten Thema Abnehmen und wir möchten in diesem Interview, weil du Experte für Schlaf und auch Stress bist und die ja eng miteinander verknüpft sind, was letztlich auch das Abnehmen angeht, da möchten wir drüber sprechen. Und vielleicht Lutz, vielleicht sagst du erst ein paar Worte zu deiner Person. Wie kommt es, dass du diese Expertise hast oder letztlich das tust, was du heute tust? Ja, gern, Boris. Das mache ich natürlich gern, weil es natürlich auch für die Zuhörer und Zuseher ganz wichtig ist. Also erstmal ein schönes Hallo an alle, die hier zuhören, ja, und zusehen. Es ist natürlich ganz wichtig zu wissen, mit wem man eigentlich arbeitet oder wem man zuhört, weil ich habe es erlebt, in meiner Welt passiert es eben, dass viele Leute irgendwas erzählen, vielleicht auch tatsächlich aus ihrer eigenen Erfahrung und vieles ist aber eben individuell, vieles ist wiederum nicht individuell, weil wir sind nach wie vor Säugetiere, auf das Thema kommen wir vielleicht dann auch noch, ne? Das Thema artgerechte Haltung, archetypisches Verhalten und das ist eigentlich so, dass die Überschrift, die über dem allen steht, meine Hauptüberschrift ist Potenzialausschöpfung und für immer 27. Genau wie du schon richtig gesagt hast, Boris, bin ich mittlerweile Online-Unternehmer, Speaker und Autor. Aber das war natürlich logisch nicht immer so, sondern ich war eine ganze Zeit lang am Anfang im Außendienst nach meinem BWL-Studium. Ich habe an der Handelshochschule in Leipzig studiert und habe dann als Verkaufsleiter gearbeitet, vor allen Dingen im Bereich zum Beispiel E-Plus ganz am Anfang, ja, also diejenigen, die sich noch daran erinnern können, wissen jetzt in etwa, wie alt ich bin, was ich sonst nie verrate. Ja. Und danach war ich in verschiedenen Branchen als Verkaufsleiter, als Geschäftsführer und habe natürlich dabei viel mit dem Thema Stress zu tun gehabt, viel auch mit dem Thema, wie sich zum Beispiel Menschen miteinander vergleichen, also nicht nur über das Thema, wie viel habe ich verkauft, sondern auch zum Beispiel, um bei dem Thema gleich einzusteigen, wie lange habe ich geschlafen, ja, und ich schaffe es in 4 Stunden und bin trotzdem fit und der Nächste sagt, Mensch, ich habe es aber in 3,5 Stunden geschafft und das ist natürlich immer so ein Wettbewerb, der eigentlich nicht vollständig gesund ist. Ich persönlich war nie krank. Also, ich hatte keine schwere Krankheit, das muss ich an der Stelle immer mal sagen, weil die meisten haben wirklich das aus ihrer eigenen Erfahrung gemacht, aber ich komme aus der Prävention. Mein Thema ist eben jung bleiben und bis zum irgendwann mal mit mehr als 140, dann vielleicht, ja, vielleicht gehen wir da wirklich mal, wenn die Technik noch nicht so weit ist, aber ich glaube an die Technik. Und hast du gerade gesagt 140? Ja. Okay, ich wollte es nur nochmal, falls ich es nicht richtig gehört habe. Nein, also ich glaube tatsächlich daran, dass wir die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie überstehen müssen. Ja, so. Und es gibt jetzt die einen oder anderen Altersforscher, hat ja auch viel mit dem Thema Schlaf und Stress und Abnehmen, also Gewicht zu tun. Und gibt es gerade ein ganz neues Buch von 2019.
Und da geht jeder heute aus, 120 ist eigentlich kein Problem mehr. Und wenn wir das eine andere dazu machen, dann vielleicht 140. Und wenn wir vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Wer weiß, Methusalem mit 900 Jahren, alles ist möglich, auch das Gegenteil. Ja. Aber zurück zur kurzen Vorstellung. Ich war, wie gesagt, jahrelang Verkaufsleiter, Geschäftsführer in verschiedenen Branchen, auch im Online-Marketing. Und habe dann aber was anderes gesucht, weil ich mich natürlich gefragt habe, okay, was ist das Warum? Ja, jeder fragt das heute, was ist das Warum? Also zumindest in Deutschland. Hier in Thailand, ehrlich gesagt, fragen das nicht so viele Leute. Aber wir in Deutschland leben wirklich gut und können eben dadurch uns diese Frage stellen. Und ich bin dann in dieser Phase gestolpert über das Thema Hören über die Haut. Du kennst das vielleicht, Boris. Und das fand ich so faszinierend, dass ich mich natürlich näher damit beschäftigt habe und ich habe mich dann mit dem, ja, wie soll sagen, mit dem Entwickler, mit dem Erfinder getroffen, der das nach Deutschland gebracht hat, also ganz der Erfinder war es nicht. Und es ist nach wie vor ein faszinierendes Thema, faszinierender Mann. Wir sind nicht zusammengekommen, sondern am Ende des Tages habe ich mit seinem Wettbewerber kooperiert oder wir arbeiten zusammen, wir arbeiten eng zusammen. Und dadurch bin ich in das Thema reingekommen, Bewusstsein, Unterbewusstsein und vor allen Dingen das Thema Autopilot. Das wird heute noch ein großes Thema, eine große Rolle spielen. Und mittlerweile mache ich natürlich jeden Tag irgendwelche Seminare, Vorträge oder wir haben eben unsere Produkte, auch ein paar Produkte, um die ich mich kümmere. Ansonsten habe ich ein großes Netzwerk aufgebaut, vor allen Dingen auch rundherum um die Akademie für menschliche Medizin, die ich an der Stelle auch da immer empfehlen kann. Also wer da noch nicht angemeldet ist, einfach mal reingucken. Akademie für menschliche Medizin, ganz tolle Menschen, die einfach ein bisschen weiterdenken. Und wenn ich das alles nicht hin, also wenn ich das alles gemacht habe, so irgendwie, keine Ahnung, wann das abends so ist, dann bin ich natürlich begeisterter Sportler, kümmere mich um das Thema Beach, Volleyball, Surfen, Skifahren. Nebenbei bin ich natürlich auch Marathonläufer und Ultramarathonläufer. Ganz nebenbei. Super. Und ja, deswegen muss ich gerade ein bisschen trainieren für das Thema Rennsteiglauf. Ne? Und ich liebe die Berge und das Meer und bin ein bisschen traurig, dass wir in Deutschland keine Stadt haben oder keinen Ort, wo die Berge und das Meer wirklich so zusammenkommen, dass man da wohnen kann. Ja, aber Seen, wir haben ja Berge und Seen, das haben wir ja. Ja, auch das ist nicht ganz so. Ich wollte tatsächlich nach Füssen umziehen deshalb und musste dann feststellen, dass der See eigentlich von Mitte September bis Mitte Juni abgelassen wird und da war mein Traum an der Stelle vorbei. Okay. Jetzt gucke ich nach was Neuem. Aber im Moment lebe ich noch in Berlin. Also sehr spannend schon mal deine Vita. Jetzt meine Frage, gab es irgendwo ein Schlüsselerlebnis, dass du aus dem Vertrieb in die Richtung Gesundheitsprävention gegangen bist? Na, dass ich in den Bereich Gesundheit gegangen bin, hat damit nichts zu tun, aber grundsätzlich habe ich Angst vor Robotern und KI. Aha. Und bin deshalb gesagt, okay, jetzt gibt es noch die Zeit zu wechseln. In 5 oder 10 oder 15 Jahren leg mich, also ich will mich da nicht festlegen, wann das wirklich soweit ist, aber irgendwann kommt das. Jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, und ich war ja in mehreren Startups, der weiß, dass das alles wirklich dramatische Folgen haben wird. Also, das glaube ich wirklich. Und da rede ich jetzt nicht nur von dem Lkw-Fahrer, der in 5 Jahren keinen Job mehr hat, sondern eben auch von wirklich Menschen, Rechtsanwälten, Ärzten, die heute noch sensationelle Jobs haben, sensationelle Einkommen und die zum Teil ihre Kinder noch in die Studiengänge schicken. Und da wird in meiner Welt wirklich, unverantwortlich mit der Zukunft umgegangen. Und ich glaube, ich bin ja mehr hauptsächlich im Bereich Verkauf unterwegs gewesen, glaube, dass es da auch viele Algorithmen geben wird und zum Teil, dass auch verboten wird, dass Menschen mit Menschen Handel treiben. Das ist heute schon so, wenn man mit Siemens arbeitet oder mit anderen großen Unternehmen, die haben natürlich entsprechende Verbote, dass wir die Leute zum Essen eingeladen haben oder irgendwas anderes. Das war echt anders als in den 90er Jahren oder in den 90er Jahren war es anders als heute. Und ich habe bei einer Veranstaltung teilgenommen, die haben wir extra ausgerichtet für Kunden. Und tatsächlich durften die Teilnehmer, die Mitarbeiter von großen Unternehmen nicht teilnehmen an der Abendveranstaltung, weil es eben sonst möglicherweise, ja, wie soll man sagen,
Also das ist halt die Policy der Unternehmen und das wird, glaube ich, mehr so in diese Richtung weitergehen. Und es wird, glaube ich, immer noch Verkauf geben, immer viel. Aber wenn sich die Verkäuferanzahl halbiert, dann gibt es natürlich auch noch die Hälfte der Verkaufsleiter. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, okay, alles klar, was gibt es noch Schönes, Wichtiges, wo ich die Welt mitgestalten kann. Und da findet man im Online-Marketing natürlich ganz, ganz viel und kann dann das Thema Gesundheit, Prävention, Langlebigkeit und wie ich dann alles zusammenfasse, Lebensglücklichkeit, da alles zusammenbringen und das an die Menschen weiterbringen. Das ist jetzt meine Mission. Okay. Also hochinteressant. Ich würde jetzt, obwohl das nicht geplant ist, vielleicht mal kurz über das Thema, du hast das jetzt angerissen, hast vielleicht andere Bereiche angesprochen, das Thema Zukunft und diese immense Entwicklung, Digitalisierung. Und es ist ja so, dass ich habe das Glück, dass ich in derselben Redneragentur bin wie einer der, oder vielmehr der Geschäftsführer der größten Zukunftsforschung, des größten Zukunftsforschungsinstituts, Mensch, und zwar Sven Gabor Jansky. Ich habe mich mit ihm ausgetauscht. Und wir haben gesprochen über Ernährung der Zukunft. Ich habe das Thema 3 angesprochen und habe ihn gefragt, was er denn denkt, wie lange es dauert, bis wir A, Fleisch, Steaks mit 3D-Drucken, also aus 3D-Druckern drucken können, die auch irgendwo schmecken. Oder muss man ja mal sehen, der Anfang von Digitalkameras war ja auch nicht gut, aber wie die immense vorangeschritten ist. Ich habe so gesagt, ich schätze 10 Jahre, sagt er, er glaubt, das dauert höchstens nur noch 5 Jahre. Ja. Ja, auch möglich, Arterien zu drucken. Da gibt es in Asien jetzt Vater, Sohn, der Vater druckt menschliches Gewebe, eben Arterien und eventuell irgendwann auch Nieren, Leber und so weiter, weil wenn wir uns im Gegenzug anschauen, dass es Jugendliche heute mit 8 Jahren mit Diabetes Typ 2, frage ich mich, wie sollen die so alt werden? Was hast du da so in dieser Richtung schon herausgefunden? Was wird kommen? Hast du da eine Idee? Ja, also das ist natürlich, du hast mit allem vollkommen recht, Boris. Ich glaube nur, dass es ein Körper-Geist-Seele-System gibt an der Stelle. Und der Körper ist irgendwas anderes als das, was vielleicht mein Autopilot macht oder was ich irgendwie mir so überlege jeden Tag. Vielleicht auch, ich will gar nicht zu spirituell an der Stelle werden. Aber ich halte es definitiv nicht für gesund, dass jemand mit 8 Jahren Diabetes Typ 2 kriegt. Will ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, dass da die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Bereich, Gesundheitsbereich, in der Zukunft sehr extrem stark auseinandergehen wird. Es wird also Leute geben, die werden weniger essen. Das bedeutet, die werden intermittierend fasten, die werden fasten. Auf dieses Thema werden wir heute vielleicht nochmal kommen. Die werden damit ihren Stress reduzieren, also den körperlichen Stress, die Entzündung im Körper. Und es wird andere geben, man muss sich das nur angucken, da gibt es genügend Studien dazu von Mexikanern, denen es in Mexiko gut ging, oder eben auch Leuten aus Hawaii. Und sobald sie dann die amerikanische, Western Diet. Die Lebensweise übernommen haben, gerade bei Indern ist das der Fall. Ja. Und bei Indern ist es immer der Fall, den ich faszinierend finde, den finde ich wirklich faszinierend, Boris, dass die Vegetarier, wenn sie, die indischen Vegetarier, wenn sie, oder Veganer sogar, wenn sie nach Amerika kommen, dann geht es denen auf einmal schlecht. Woran liegt das? Weil sie eben genug tierisches Eiweiß in Indien bekommen, weil die Sachen alle nicht so sauber gewaschen werden, weil sie nicht so sauber produziert werden. Und in Amerika wird alles nochmal gesäubert. Und das tierische Eiweiß, so kleine Fliegen, Maden und dies und jenes, fällt weg. Und ich wohne ja am Prenzlauer Berg. Und da wohne ich tatsächlich in Berlin, also in so einer Blase, wo natürlich mittlerweile alle mindestens Vegetarier sind. Ja, ich bin Home-Vegetarier, also heißt, ich kaufe kein Fleisch mehr für zu Hause. Aber ich esse das natürlich vielleicht manchmal, wenn ich eingeladen wäre und so. Ne? Aber man sieht, was da passiert und dass der Inder, das System auf einmal, oder dem Japaner auf einmal schlechter geht, weil er nach Amerika geht, das ist einfach, das ist abstrus. Und da wird natürlich zum Teil mit dem Leben der Menschen gespielt. Und wenn man ein langes, glückliches Leben irgendwie als menschenwürdig erachtet, dann ist das eben heutzutage nicht mehr menschenwürdig. Und daran möchte ich eben mithelfen, dass wir das Thema Lebensglücklichkeit, also ich kann mein Leben ganz, ganz, ganz lange, eigentlich bis zum letzten Atemzug, gesund leben. Und das ist eigentlich das Wichtige. Das ist nach wie vor möglich, aber es ist eben nur möglich, wenn wir nicht in so einer Umgebung leben, wie wir hier
gerade leben oder die wir uns auch machen. Ich bin ja gerade in Bangkok. Statt die Leute nicht mehr mit dem Auto fahren, setzen die hier einfach Masken auf. Also das, die laufen, ne? Ja, das hat vielleicht auch der eine oder andere schon gesehen, in Asien logischerweise im Fernsehen. Aber mittlerweile ist es so, dass die hier alle mit den Masken rumlaufen. Und keine Atemschutzmaske, ja, die hatte ich früher bei der Army, sondern tatsächlich so mit so einer Atemmaske. Und wenn man hier in Bangkok ist und will über die Brücke gehen, da gibt es keine Fußgängerspur. Also es ist tatsächlich zum Teil schlimmer als in Amerika, sondern es wird alles irgendwie mit Bus oder Bahn gemacht, ja, oder eben mit dem Auto. Und das, der individuelle Verkehr wird absolut bevorzugt. Und Bewegung, artgerechte Bewegung ist nun mal das A und O. Das muss ich dir nicht sagen, aber unseren Zuschauern vielleicht. Weil ein großes Thema Diabetes 2 hat eben auch mit Bewegung zu tun und hat mit archetypischen Verhalten zu tun. Und das wiederum würde heißen, okay, wir müssen wie vor 100 Jahren noch 20 Kilometer am Tag eigentlich gehen, laufen. 20 Kilometer vor 100 Jahren war der Durchschnitt. Vor 30.000 Jahren waren es 40 Kilometer in etwa. Ja? Und heute schaffen es manche Manager, die stolz darauf sind, auf 800 Meter. Ja? Also, da liegt eigentlich der Hund begraben. Lass uns jetzt ins Thema einsteigen. Stress und Schlaf. So, was war also da? Schlafe ich schlecht, weil ich viel Stress habe oder habe ich so viel Stress, weil ich so wenig schlafe? Ich glaube persönlich, gut, dass du das so zusammenfasst, Boris, ich glaube persönlich, dass wir zuerst Stress haben und dann schlecht schlafen. Weil schlechter Schlaf, den gibt es natürlich eigentlich nicht. Ich habe also ein Buch geschrieben, das Schlafgeheimnis der Maasai. Und diejenigen, die sich damit auskennen, die werden wissen, bei den Maasai zum Beispiel, bei so Naturvölkern, gibt es kein Wort für das Thema Schlafproblem oder Schlaflosigkeit. Das gibt es halt einfach nicht. Demzufolge, die haben ja trotzdem Stress. Stress haben die, haben Überlebenskampf, ja. Wenn sie dem Tiger gegenüberstehen oder wenn sie nichts essen kriegen oder wenn das Wasser irgendwie 5 Kilometer weit geholt werden muss. Also das ist alles Stress. Aber sie haben eben tatsächlich am Ende des Tages, sie können diesen Stress wieder, man könnte ganz simpel sagen, abatmen. Sie können den eben sich abbewegen. Sie haben eben verschiedene Sachen, die sie gemacht haben, damit der Stress wieder weggeht. Und der große Unterschied, es ist kein chronischer Stress. Und das hat wiederum viel damit zu tun, dass wir eben viele Entzündungen auch im Körper haben, die zu Stress führen. Ja, Cortisol hat was damit dann zu tun. Vielleicht kommen wir da irgendwo, je nachdem, was wir alles so schaffen heute, Boris. Cortisol hat was damit zu tun. Und ich glaube, dass eben diese Cortisol-Melatonin-Achse, die für den Schlaf eben extrem wichtig ist, dass die bei 80%, 90% oder vielleicht sogar 95% der Deutschen gestört ist. Und wir müssen dafür sorgen, dass sowohl Melatonin, Serotonin, was eben die Vorstufe ist, ja, L-Tryptophan, die Vorstufe für das Melatonin, dass das wieder gebessert wird. Und das ist eben, und da sind wir eigentlich direkt beim Punkt und können dann auch schon wieder aufhören, das große Problem, wenn ich Cortisol ausstoße und Ausstoß habe, dann wird das Melatonin und das Serotonin zerstört und damit kommt mein Gleichgewicht. Ja. Ich würde ganz kurz gern einhaken. Ja, klar. Es ist möglicherweise so, dass manche Zuschauer jetzt mit diesen ganzen Begriffen anfangen können. Und ich finde es gut, wenn du da anfängst, Cortisol vielleicht kurz erklären, dann auch, du hast jetzt Tryptophan, Serotonin und Melatonin genannt. Für mich ist das alles klar, aber ich glaube, da können die wenigsten, ich weiß es nicht, ja, vielleicht, aber gern jemand, der die Leute auch unten abholt, dann bleiben sie dabei. Wäre das für dich okay, dass du da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehst? Absolut, Boris. Ich habe mir natürlich heute im Vorfeld natürlich auch Gedanken gemacht, was können wir hier irgendwie in einer Dreiviertelstunde, Stunde oder kurz drüber schaffen. Normalerweise habe ich mindestens einen Tag dafür Zeit, ja, wie du auch in deinen Seminaren. Manchmal sogar in den Tagesseminaren natürlich noch mehr, ja, also mehr Tagesseminaren. Und von der Seite her ist eigentlich, und das will ich an der Stelle klar sagen, die einzige Botschaft, deswegen, bevor ich es vergesse und alles unklar wird, die einzige Botschaft, die ich heute mitgeben möchte, ist tatsächlich, Stress vermeiden hilft beim Abnehmen. Unbedingt. Ja? So, also das ist das Aller. Jetzt werden manche vielleicht sagen, das weiß ich auch, aber wie kriege ich meinen Stress weg?
Ja, genau. Die Frage ist ja, es gibt verschiedene Arten von Stress, ja. Aber eine der Hauptgeschichten ist natürlich das Thema Cortisol. Und das haben wir gerade schon gesagt. Cortisol ist sozusagen ein ganz wichtiger Stoff in unserem, ja, wie soll man sagen, in unserem Körper, ja. Und das Cortisol wird, wie so viele wissen, natürlich irgendwie bei Stress erhöht. Und dann wird natürlich das sozusagen die Reaktion, fahren wieder alle nach unten. Das wäre die normale Geschichte. Ja? Also man nennt das auch das parasympathische System, was angeschoben wird, und dadurch geht der Cortisolspiegel wieder nach unten. Leider ist es aber, und das erlebe ich in meinen Seminaren immer wieder und bei Vorträgen, heutzutage so, dass die Menschen eben nicht mehr in das parasympathische System kommen, dass sie nicht gut atmen, da hat man schon die erste wichtige Geschichte, sondern im Gegenteil, wenn sie in der Schlange stehen, in der Warteschlange, erster Tipp, und sie könnten atmen, regen sich auch noch auf und schieben wieder das sympathische System, also das Leistungssystem, was schlecht ist in dem Falle, an. Und das wäre wieder Stress, wieder Cortisol ausschüttend. Und das ist halt an der Stelle wirklich dramatisch. Und wenn wir das, wenn uns das abends passiert, dann wird eben Melatonin, das Schlafhormon, ich vereinfache es jetzt einfach mal, Melatonin ist für vieles da, ja. Das Schlafhormon wird an der Stelle zerstört und wir können nicht mehr gut schlafen. Und tatsächlich gibt es eben diese Melatonin-Cortisol-Achse. Das will ich an der Stelle kurz erklären. Beim Schlaf ist es so, dass wir zum Abend hin, das Melatonin wird erhöht. Das wird also ausgeschüttet durch die Zirbeldrüse und der Cortisol-Bereich geht nach unten. Das bedeutet also, Stress sollte nach unten gehen. Da haben wir schon auch eine Lösung, wenn wir abends also in die Badewanne legen, Stress, ja, weg. Nicht unbedingt noch zum Yoga hetzen, weil das wäre schon wieder Stress, würde nach Cortisol nach oben gehen, sondern einfach mal entspannen und irgendwas für das parasympathische System tun, also entspannen. Und dann wird Melatonin gebildet, wenn wir nicht andere Sachen machen, die falsch sind. Und dann über die Nacht führt Melatonin dazu, dass der Körper, ja, so soll man sagen, repariert wird. Ich will es einfach mal einfach machen an der Stelle. Und zum Morgen hin kommt natürlich wieder Licht. Wir sind ja eigentlich alle Säugetiere, die in der Steppe noch irgendwo leben, in Afrika. Ja, so. Also kommt erst am Morgen wieder das Licht und Melatonin wird es durch das Licht zurückgedrängt. Cortisol geht nach oben und wir stehen auf und sagen, ja, ich freue mich auf einen wunderschönen Tag. Und dann ist alles gut, weil Melatonin abgebaut wurde, Cortisol geht nach oben. Und dann haben wir das chronobiologisch das Gleiche am nächsten Tag wieder. Also am Vormittag ist Cortisol das Stresshormon ganz oben, macht uns, bringt uns Schwung, bringt uns Leistungsbereitschaft. Also es ist toll, Cortisol. Und am Abend hin wird es eben dann wieder zum Melatonin. Also nicht das Cortisol wird zum Melatonin, aber entsprechend das Serotonin zum Beispiel. Ja, das ist also auch ein Hormon, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und manche haben eben heutzutage Probleme mit dieser Achse. Und da könnte man jetzt eben, ich glaube aber, dass das wahrscheinlich ein bisschen zu weit führt, mit L-Tryptophan arbeiten. Das müsste man sich angucken. Es kann natürlich aber auch immer Leute geben, die vielleicht schon krank sind, wo das vielleicht gar nicht mehr gebildet wird. Aber das theoretische Stichwort ist L-Tryptophan an der Stelle, damit wirklich Melatonin gebildet wird. Aber in meiner Welt, wenn man artgerecht lebt und archetypisch sich verhält, also das bedeutet, man war unterwegs, man ist früh aufgestanden, ist sofort ins Licht gegangen, ja, dann ist es natürlich so, je früher man stark ins Licht geht, desto besser ist es, dass natürlich dann Melatonin gebildet werden kann, weil der Körper auch merkt, wie ist die Chronobiologie. Also der Körper muss wirklich, genau, der Körper, ja, nicht abgebaut, sondern dann am Abend wird das Melatonin dadurch natürlich besser gebildet, weil der Körper merkt, wie ist eigentlich der Tagesablauf. In der heutigen, ich komme wohne in Berlin, aber in der Großstadt ist es heute so, unsere Körper wissen gar nicht mehr, welche Zeit es irgendwann, weil das Licht, es gibt den Lichtsmog, wie man so schön sagt, ja. Wir haben immer die gleiche Temperatur, wir bewegen uns nicht, Essen ist auch völlig unregelmäßig zum Teil oder zu spät oder zu zeitig oder irgendwie nach keinem System. Das bedeutet also, alles ist aus der Waage und deswegen ist es dann eben problematisch, dass Menschen Melatonin und Cortisol nicht mehr in dieser Relation haben, wie sie sein müsste. Und dann kommt eben dazu, dass wenn der Körper Stress hat, und jetzt kommen wir auf die richtige Geschichte, das ist ja das Zeichen von Cortisol. Cortisol zeigt uns den Stress an. Wenn der Körper den Stress, ja,
Wollen wir vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz zusammenfassen? Können wir gerne. Ganz kurz, Cortisol. Macht das. Ein Stresshormon, ja, das uns am Morgen, wenn es aufgeschüttet wird, also zum einen wird es ja ziemlich früh eingeleitet, dass wir aufwachen, das fährt unser System nach oben. Und das Melatonin wird abends gebildet, dass wir schlafen und gilt dann quasi als Gegenspieler, wenn ich das so sagen darf, für das Cortisol, baut Cortisol ab. Um das zu produzieren, ist eben zum einen L-Tryptophan wichtig. Das ist richtig. Eine essentielle Aminosäure, also ein Eiweißbaustein. Und das Zweite ist, dass auch das Dämmen des Lichtes ja auch elementar ist. Ja, dass der Körper, das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, erkennt, es wird dunkel, ich sollte mich jetzt auf das Schlafen einstellen. Würdest du das so unterstreichen? Das würde ich absolut. Eine Ergänzung hätte ich noch, Boris. Melatonin ist auch ein extremes Antioxidant. Deswegen wird es zum Beispiel in Amerika, sagen wir mal, hat so eine, ja, bisschen eine gute Karriere hingelegt in den letzten Jahren und hilft uns natürlich sehr, sehr stark bei der Verarbeitung des Körpers, wie soll man sagen, dass der Körper jung bleibt, ja, also bei der Reparatur und natürlich auch bei der Reparatur im Gehirn. Wir brauchen in dem Fall auch gerade für das Gehirn, da will ich an der Stelle jetzt nicht zu sehr reingehen, aber eben diese Schlafphasen, die durch das Melatonin eben angesteuert werden. Und wenn ich zu wenig Melatonin bilde, dann werden die Schlafphasen verweichlichen. Ich will das jetzt mal so simpel ausdrücken. Ja. Und wenn das eben der Fall ist, komme ich nicht mehr richtig in die Tiefschlafphase und es wird nicht mehr richtig durchgefeudelt, wie ich so sagen würde. Ja. Das bedeutet, es wird nicht richtig sauber gemacht im Körper und wir stehen mit dem Dreck vom Vortag am nächsten Tag wieder auf. Und so hat uns die Natur nicht produziert. Okay, sehr schön. Jetzt ganz kurz, jetzt wird möglicherweise der ein oder andere Zuschauer sich fragen, ja, wie kann ich jetzt die Produktion, ohne es einzunehmen, dieses Hormon Melatonin, ja, wie kann ich es erhöhen? Was kann ich tun, um es zu erhöhen, um dann besser zu schlafen? Ja, du hast es schon gesagt, also dafür gibt es natürlich auch viele, viele Internetseiten, was man da irgendwie machen kann, ja, Thema Ernährung. Man müsste sozusagen sich überlegen, ob man L-Tryptophan, das wäre sozusagen der erste Stoff, an den man rangehen würde, ja, und da es eine Aminosäure ist, ja, würde man natürlich auch viele zum Beispiel Eiweiße essen, man könnte Sachen essen wie entsprechend Nüsse, ja, man könnte Sachen essen, ja, du wolltest sagen? Nee. Alles klar. Also wie Nüsse, wie zum Beispiel natürlich eben auch Fisch, ja, Lachs oder sowas in der Richtung, ne? Wäre natürlich auch toll wegen den Omega-3, ist aber wiederum schlecht wegen den Giften, ja, aber das ist halt heutzutage so, man kauft immer das eine ein, wenn man das andere irgendwie nicht haben will. Und man müsste sich also angucken, welche Sachen kann man irgendwie machen mit dem L-Tryptophan. Und an der Stelle könnte man natürlich auch zum Beispiel Schokolade, also Kakao in dem Falle, ist tatsächlich so ein Vorläufer, könnte man alles machen, aber müsste die 99- oder 100%ige Variante nehmen. Und ich glaube tatsächlich, also das ist meine persönliche Meinung, es macht gar nicht so wahnsinnig viel Sinn zu überlegen, was man nehmen sollte und einnehmen sollte, damit L-Tryptophan dazukommt oder damit Serotonin dazukommt. Also Serotonin kann ich natürlich auch machen, indem ich einfach lächle oder mich hinstelle und Jubelpose mache. Sondern ich müsste, oder andersrum, ich versuche mit meinen Kunden und Gesprächspartnern lieber so wenig wie möglich Melatonin zu zerstören. Mhm. Ja. Weil die Welt ist heute zu komplex, als dass ich wirklich genau weiß, was ist in den Stoffen drin, was hat jemand für Mikronährstoffe, was nimmt er zu sich und was hat er sonst so. Aber das Wichtige ist wirklich, dass ich das Melatonin nicht zerstöre und das ist eben sehr, es ist ein sehr flüchtiger Stoff, ist sozusagen ein scheues Reh, das Melatonin. Okay. Jetzt hast du vorhin so im Nebensatz, ich habe mir es abgespeichert, gesagt, lieber abends in die Badewanne legen, statt ins Yoga unter Stress zu gehen. Also grundsätzlich wäre Yoga, denke ich, eine gute Möglichkeit, Stress abzubauen, wenn es nicht zum Stress führt, wahrzunehmen. Ich glaube, das hast du damit gemeint, oder?
Absolut, natürlich gibt, natürlich bin ich absolut, ich komme ja gerade von Kopangan, da haben alle Yoga gemacht, ja. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Varianten von Yoga. Es gibt Yoga-Varianten, die sind sehr ruhig und die schieben das parasympathische System, also Entspannung an. Und es gibt natürlich aber auch Sachen, die sind, sagen wir mal, eher in meiner Welt wettkampforientiert fast, kann man sagen. Also das ist schon wie Tom, ja. Und noch dazu muss man sagen, dass sich viele Leute eben auch unter Druck gesetzt fühlen beim Yoga, weil die Frau daneben oder der Mann daneben, der hat das Hübschere an, die sind schlanker als ich, die kriegen die Figur besser hin und so weiter und so fort. Und deswegen kann eben auch wirklich beim Yoga, kann es dazu kommen, dass ich mehr Druck aufbaue. Und Druck heißt an der Stelle immer wieder Stress, heißt Cortisol. Und Cortisol an der Stelle würde wiederum das Melatonin verscheuchen. Ja? Wir haben festgestellt, es ist ein scheues Reh. Und deshalb ist es eben an der Stelle wichtig, dass ich Entspannung in den Abend bringe. Sehr schön. Jetzt empfehle ich zum Beispiel auch, um gerade besser zu schlafen. Ich glaube, du hast das auch, du hast kein Beispiel gemacht, aber ich hatte sofort ein Beispiel aus meinem Thema. Du hast, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber bei mir ist direkt aufgepoppt, es ging um eine stressige Situation, die im Prinzip selbst gemacht ist. Und ich denke, das machen wir viel. Das hast du ja gerade in dem Beispiel auch. Ja. Im Moment, wo wir uns mit anderen vergleichen, setzen wir uns unter Druck, sind im Vergleich, fühlen uns schlecht. Absolut. Was im Stress endet. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft an dieser Stelle. Vergleiche dich nicht mit anderen, es sei denn, du willst unglücklich sein. Und das ist ja in der heutigen Welt sehr schwierig, jetzt nicht nur Social Media, sondern auch, oder gerade jetzt bei Social Media oder das Beispiel hier mit dem Yoga, wenn ich sehe, die anderen kriegen die Figuren hin. Ich, genau. Vielleicht gerade, wenn jemand noch so ein bisschen übergewichtig ist. Ja. Hast du da einen Tipp? Ja, also der Tipp von meiner Seite her ist, man sollte sich das ja mein tägliches Brot mit dem Thema Autopilot, Glaubenssätzen, Mindset befassen. Und für mich ist in dem Falle Mindset die falsche Herangehensweise, weil da tut man immer so, du musst toll sein, du musst morgens früh aufstehen und eine Routine machen. Aber das funktioniert eben bei vielen Menschen nicht, weil sie eigentlich gar nicht die richtigen Hormone dafür haben, dass sie früh aus dem Bett kommen und daher kann sie auch keine Morgenroutine machen. Ja, so. Das bedeutet also, in diesem speziellen Bereich ist es so, man müsste sich damit befassen, warum kommen wir überhaupt in Stress? Was sind die falschen Glaubenssätze? Und ich muss mich selber annehmen und lieben, so spirituell, wie das jetzt hier klingt an der Stelle. Finde ich gut. Und, ja. Und das ist halt eine ganz wichtige Geschichte. Und man muss versuchen, jeden Tag mehrmals innezuhalten, den Cortisolspiegel wieder nach unten zu fahren. Weil wir haben jetzt also mehrfach gesagt, dass Cortisol und Melatonin eine Rolle spielen. Aber was wir noch nicht gesagt haben, vielleicht ist das an der Stelle wirklich wichtig, Boris, das Cortisol sorgt dafür, dass in der Zeit, wo Cortisol da ist, kein Fett abgebaut werden kann. So, das ist wahrscheinlich nicht jedem klar, aber es ist eigentlich relativ easy. Die Natur, ich schaue immer die Natur, was haben wir vor 30.000 Jahren gemacht, was haben wir vor 100.000 Jahren gemacht. Die Natur sagt, der Mensch hat Stress, ich habe jetzt Stress, ich stehe vor dem Säbelzahntiger oder whatever, ja. Und jetzt kommt eine Cortisolausschüttung. Und was interessiert den Körper jetzt gerade nicht? Ob ich jetzt einen guten Körper, also ob ich jetzt sozusagen irgendwie Fettabbau mache, ne? Noch dazu ist Fettabbau nicht so einfach. Man muss bei Fettabbau viele verschiedene Prozesse beachten. Dann sind Gifte werden freigesetzt etc. Das bedeutet also, der Körper hat gerade gar keine Zeit bei dem Thema Überleben oder Töten, also Sterben, sich um das Thema Abnehmen zu kümmern. Das bedeutet, diese Botschaft ist mir eben ganz wichtig. Cortisol heißt Stress und Stress heißt nicht Abnehmen in der Zeit. Okay, wobei natürlich auch, man muss den Menschen, das machst du ja immer im Gesamten sehen, es liegt natürlich dann auch an der Energiebilanz noch ein Stück weit. Aber bleiben wir doch mal bei Dingen, die unseren Schlaf verbessern können. Was ja. Hast du da so für Tipps noch? Ja, also natürlich ist das Thema Schlafverbesserung wäre jetzt irgendwie, wie soll man sagen, irgendwas wieder für einen halben Tag, ja. Aber ich fange... Hau mal 3, 4, 5 Tipps raus. Ja. Also ich fange mal mit den ganz einfachen an. Schlaf, und das ist das eigentlich Wichtige, ist tatsächlich nicht verhandelbar. Das bedeutet, wir sollten diesen Schlaf zulassen, den wir brauchen. Ja?
Das bedeutet also, in dem Falle finde ich es immer am besten, wenn wir ohne Wecker aufstehen. Das denkt jetzt der eine oder andere, oh, das ist aber schwierig, wenn ich früh um 6 aufstehen muss, sage ich, okay, alles klar, dann eher ins Bett gehen, ja, was auch immer. Jeder muss halt die Konsequenz von seinem Handeln irgendwie selber ziehen, aber natürlich ist es eigentlich am schönsten, wenn man ohne Wecker aufwacht, weil dann wacht man auch nicht irgendwo in der falschen Schlafphase auf, ja, so. Und ich habe zum Beispiel natürlich verschiedene Schlaftracker, die ich auch nutze. Ja, das wäre auch eine Empfehlung für den einen oder anderen, aber das sind schon fortgeschrittene Techniken. Und daran kann ich natürlich ganz genau sehen, was da an der Stelle passiert und was nicht passiert. Und deshalb ist zum Beispiel das blaue Licht nicht unser Freund. Ja, diese Sache ist natürlich heutzutage bekannt. Aber nicht nur blaues Licht, sondern grundsätzlich helles Licht ist nicht unser Freund, weil Melatonin, hatten wir vorhin schon, ist ein scheues Reh. Und ähnlich, man kann sich das vorstellen, man fährt auf der Landstraße und zack, da steht ein Reh und dann wird es angeleuchtet, wer ist weg? Das Reh. Ja, und so geht es mit dem Melatonin. Und deshalb sollte man eben heutzutage nach Möglichkeit eigentlich die letzten 2-3 Stunden am Tag entweder im Dunkeln leben, ja, wenn man jetzt meditieren würde, wäre das natürlich fantastisch. Wenn man in der Badewanne ist, macht man sich ein paar Teelichter an. Oder wenn man was lesen will, macht man es eben tatsächlich mit einer Kerze. Es geht nicht und ausschließlich nur um den Blaulichtanteil, sondern es geht um helles Licht allgemein. Es gibt also gerade neue Studien, die da rausgekommen sind, dass es wirklich nicht nur um das blaue Licht geht, das ist wirklich ganz wichtig, sondern es geht um Helligkeit insgesamt. Die ist einfach zu hoch, weil unsere Chronobiologie kommt völlig durcheinander. Deshalb der Tipp, ja, nutzt alle eine Blueblocker-Brille. Also so eine orangefarbene Brille, die man aufsetzen kann. Ja, ich bin auch so ein bisschen im Biohacking-Bereich unterwegs. Da gibt es natürlich den einen oder anderen, der fängt da schon 15 Uhr damit an, weil das irgendwie ist fancy findet, ja, warum auch immer. Ist jetzt vielleicht für mich ein bisschen zu zeitig. Aber das Thema wäre, Licht ist ganz wichtig und wir müssen den Körper darauf bringen, ja. Entschuldigung, ich würde mir diese Brille mal kurz einhaken. Das wäre doch aber auch eine gute Möglichkeit, jetzt wenn du sagst 15 Uhr, du bist gerade in Thailand, wenn bei dir 15 Uhr ist, ich weiß nicht, wann geht die Sonne unter gerade in Thailand? Jetzt 18:24 Uhr, so ungefähr, tatsächlich. Okay. Bei uns in Deutschland, im Winter ist es ja deutlich früher und im Sommer durch die Umstellung, also deswegen, was sagt 15 Uhr? Wenn jetzt jemand Schicht arbeitet, dann wäre es doch vielleicht sogar sinnvoll, das schon etwas früher zu machen, dass er früher müde wird, oder? Könnte das eine Technik sein? Absolut, natürlich. Wer das machen kann, umso besser. Ja? Also man muss aber immer dazu sagen, ich trage auch Blueblocker-Brille ab und zu, ja, und es gibt 95% und sagen wir mal so ungefähr 100% oder 99%ige und die sind dann schon sehr dunkel. Also wenn man dann Computer lesen will oder dies oder jenes oder noch arbeiten möchte, dann wird es wirklich schwierig bis gar unmöglich. Aber in Richtung Schlaf und Melatonin hat wie gesagt nicht nur mit dem Schlaf zu tun, sondern insgesamt mit Aufräumen, mit Jungbleiben, mit Antioxidanz. Ja? Also Melatonin, ich liebe es genauso wie Cortisol, auch wenn du glaubst, dass ich Cortisol nicht liebe. Ja? Nein, ich wollte es nur klarstellen, dass es nicht nur ist, bevor der Eindruck entsteht, dass das ein böses Hormon wäre. Nein, ich liebe meinen Körper, ich liebe die Natur und ich liebe es genauso, wie es irgendwie die Natur, der Schöpfer, wer auch immer, das irgendwie eingerichtet hat. Und ich glaube, dass wir nicht zu viel da irgendwie dran rumvorwerken sollten, sondern wir sollten die Natur wieder unterstützen, deshalb eben diese artgerechte Haltung. Da können wir jetzt nicht so viel machen, aber vor allen Dingen mein artgerechtes oder archetypisches Verhalten, also mein Verhalten. Ich muss eben abends diese Blueblocker-Brille aufsetzen. Ich darf das Licht nicht anmachen so sehr. Ich darf auch in der Nacht, wenn ich auf Toilette gehe, natürlich kein Licht anmachen, weil zack, das Reh, ja, wurde kurz geblendet, weg ist es. Ne? Und als nächstes ist es tatsächlich so, dass ich eben abends nochmal mich bewegen muss. Ich bin ein absoluter Fan von Chronobiologie. Das heißt, an der Stelle, der Körper muss immer mitkriegen, ist es früh, Mittag oder Abend. Das bedeutet, bitte, bitte, bitte früh und Mittag, wenigstens in der Mittagspause, unbedingt rausgehen, nicht nur wegen dem Licht, sondern damit auch Temperaturreize
entstehen. Ja, es ist ganz dramatisch, dass wir heute irgendwie aus dem Haus gehen, in die U-Bahn gehen, ja, oder in das vorgewärmte Auto. Es gibt den einen oder anderen, der kann das mit der Fernbedienung machen, macht das auch, geht dann in das Auto. Und der Körper hat gar nicht gemerkt, also auf der Temperaturfront zum Beispiel, ob es Tag, Nacht oder irgendwie Morgen ist. Das bedeutet, ich muss versuchen, die Chronobiologie zu unterstützen, damit diese Melatonin-Cortisol-Achse wirklich optimal läuft. Und ich muss halt versuchen, Cortisol wegzuhalten, deswegen Entspannung immer wieder. Wenn ich irgendwo Lidl, Aldi, wo auch immer in der Schlange stehe, nicht aufregen, sondern tiefe Bauchatmung. Ja? Klingt jetzt alles ein bisschen esoterisch und spirituell. Wir machen alles in einem, wie bei, früher bei Dharma und Craig, vielleicht kennt das der eine, wir machen alles in eine große Blase, ja, den ganzen Stress und pusten die Blase weg. So war das früher. Aber es ist tatsächlich richtig, lieber in der Schlange sagen, hey, super, dass ich mal Zeit habe, durchzuatmen, vielleicht kurz meditieren kann, visualisieren kann, was auch immer. Auf diese ganzen Sachen können wir nicht eingehen heute. Aber ich muss dafür sorgen, dass mein Cortisolspiegel am Tag oft wieder runterkommt. Ich kann dafür Gigabits benutzen, die wir zum Beispiel bei uns herstellen. Ja? Ich kann dafür natürlich eben auch Sachen nutzen wie autogenes Training, großartig. Ja? Das würde ich alles machen. Und wenn ich irgendwie die nächsten 2 Wochen einen Tipp hätte, dann würde ich sagen, die letzten 2 Stunden nicht mehr vor den Fernseher gehen, weil blaues Licht, helles Licht, ja? Vielleicht regt es einen auch noch auf, weil es so, es regt einen auch noch auf, weil es vielleicht ein guter Film ist, dann regt es einen auf, weil es spannend ist. Wenn es ein schlechter Film ist, regt es mich erst recht auf, ja, weil ich dafür auch noch bezahle. Ja? So, also wir sind immer aufgeregt, ja? Echauffieren uns und Aufregung heißt Cortisol. Cortisol ist schlecht fürs Abnehmen, ja? Weil in dem Moment, wo ich Cortisol habe, kann ich nicht abnehmen. Ja, so, einfache Geschichte. Deshalb lieber in diesen nächsten 14 Tagen, die letzten 2 Stunden, in die Badewanne gehen, zum Yoga laufen, vielleicht das Yoga auch mal zu Hause machen, ne? Und entsprechend autogenes Training lernen, sich vielleicht mit unseren Produkten auseinandersetzen, wie den Gigabits oder den anderen Geschichten. Das Thema Körper und Entzündung sollte man an der Stelle wirklich nochmal ansprechen. Da muss auch jeder versuchen, die chronischen Entzündungen rauszukriegen. Das betrifft eben das Thema zum Beispiel Mundgesundheit, Ernährung und so weiter und so fort. Aber du siehst, es ist halt einfach, wie früher Effi Priest gesagt hätte, es ist ein zu weites Feld. Deshalb, ich mache es kurz. Cortisol ist beim Abnehmen nicht unser Freund. Und jetzt nochmal, Boris, ich muss nicht abnehmen, ich möchte nicht abnehmen. Deshalb ist Cortisol mein Freund, aber auch Melatonin ist mein Freund und vor allen Dingen Natur. Naturnahe Lebensweise, artgerechte Haltung, archetypisches Verhalten. Also so, wie wir vor 30.000 Jahren gelebt haben, das wäre das Beste. Und wenn dann noch ein bisschen KI und Langlebigkeitshormone und sowas dazu kommt, was wir alles neu entdecken, dann glaube ich, wird es in 140 Jahren auch kein Problem geben. Aha, okay. Sehr schön, das war ja schon fast ein Schlussplädoyer. Ja, ich will es ja am Ende des Tages auch einfach machen und das Einfache heißt, kümmert euch um euren Cortisolspiegel, die ihr abnehmen wollt. Und das ist natürlich, ich gebe es zu, einfacher gesagt als getan, aber natürlich kann sich jeder an mich wenden, kann mir irgendwie schreiben, kann irgendwie in Kontakt treten und man könnte dafür natürlich tagelang Videos machen, weil es ist einfach dramatisch, was alles möglich wäre. Und vielleicht sage ich noch eine an der Stelle, weil du gerade Schlusswort gesagt hast, ich hoffe, wir sind noch nicht fertig, aber egal. Ich sage, es klang so. Ja. Ja, mir ist es tatsächlich am Ende lieber, Boris, wenn wir nicht alles gesagt haben und es nicht zu kompliziert gemacht haben. Eine wichtige Sache ist hängen geblieben. Und wenn Menschen sich mit dem Thema Stress und Cortisol und Abnehmen auseinandersetzen, werden, was ich hoffe, ja, weil wir das heute heute gemacht haben, dann wäre das prima und dann würde mir das wirklich zum Abnehmen für dieses Thema oder für dieses Video jetzt hier schon reichen, ja, für diesen Beitrag. Aber eine Geschichte wäre immer ganz toll aus der positiven Psychologie. Erstens, ja, jetzt wären es halt doch mehrere, Dankbarkeitsbuch.
Dankbarkeitsbuch schreiben, wer das noch nicht getan hat, ja, unbedingt anfangen. Gibt es so wahnsinnig viele Studien dazu zum Thema Dankbarkeitsbuch. Ich mache auch viele Seminare im Gesundheitsbereich, ne, also im Gesundheitswesen. Ja. Und leider ist das Thema Dankbarkeitsbuch dort auch noch nicht angekommen. Eben genauso wie das Thema HRV, Herzratenvariabilität. Aber das hast du vielleicht mit dem einen oder anderen, von den anderen Speakern mal näher beleuchtet. Ich habe ja hier mehrere Tracker, sowohl meine Garmin-Uhr als, bitte? Stressmessung. Stressmessung, genau, Herzratenvariabilität, sozusagen der Goldstandard der Stressmessung. Und Stress wiederum geht runter, wenn man die eine oder andere Geschichte macht und einfach mal atmet. Und damit man das auch wirklich tut, macht man mit sich eine eigene Challenge. Und die Challenge heißt, ich sage mal einfach, dreimal am Tag möchte ich eine kurze Auszeit. Ich möchte meine Gesundheits-, meine Kreditkarte sozusagen wieder auffüllen. Ja. Und wenn ich das nicht tue, dann wäre mein Vorschlag für alle Zuschauer, ja, dass ihr, dass sie mit sich sozusagen einen Vertrag schließen, dass wenn es nicht dreimal geklappt hat, ja, dreimal, ne, oder viermal oder fünfmal am Tag, jeder ist da natürlich, was er machen will, dann zahlt er einen Betrag von zum Beispiel 5 € am Abend in eine Kasse und am Ende des Monats gibt er diese Kasse jemanden, den er hasst. Okay. Weil das werde ich tun. Ich plädiere da auch immer natürlich in meinen Seminaren dafür. Also das ist natürlich keine neue Geschichte. Und in meinen Seminaren ist es natürlich dazu, dass spätestens dann die Frauen und Männer sagen, okay, was? Ich soll meinem Erzfeind Geld geben? Dann mache ich lieber was für mich. Dann lege ich mich selbst lieber nochmal hin und höre nochmal 10 Minuten irgendwo Binaural Beats oder Gigabeats oder atme nochmal oder ich mache doch nochmal 1/4 Stunde autogenes Training oder ich gehe nochmal in die Badewanne oder ich mache mir eine Kerze an oder vielleicht gehe ich einfach mal mit meinem Schatz irgendwo ins Restaurant, ja, und wir haben eine super Arbeit, wir haben einen entspannten Abend, wir haben danach Sex, sensationell für Cortisolabbau, ja, spektakulär, alles ist möglich. Sehr schön, interessant, Wahnsinn. Du hast vorhin den Fernseher angesprochen und ich habe direkt den gemacht und jetzt hast du eben gerade das Dankbarkeitstagebuch genannt. Das ist so ein Switch, den ich mit meiner Community mache, dass ich sage, Leute, überlegt mal, was macht es mit euch, wenn ihr abends RTL-Nachtjournal schaut oder einen anderen Fernsehsender, generell Nachrichten oder eben, keine Ahnung, Horrorfilme, mysteriöse Todesfälle oder sonst was. Und da wäre der Tipp, das eben sein zu lassen und genau wie du es empfohlen hast, ein Dankbarkeitstagebuch, vielleicht 3 positive Dinge aufschreiben, die dir den Tag immer passiert sind, um einfach mit einem anderen Mindset oder sagen wir es mal mit anderen Gedanken einzuschlafen, ja, die wir mit in die Nacht nehmen und dann verarbeiten. Absolut, Dankbarkeitsbuch am Abend, spektakulär, tatsächlich eine Visualisierung des nächsten Tages vielleicht auch genauso gut, dass man einfach sich schon darauf freut. Kinder, ich nehme immer das Beispiel, Kinder und Weihnachten, ja, die freuen sich am Weihnachtsvorabend auf den nächsten Tag und springen aus dem Bett und sagen, ja, ich freue mich, dass ich wach sein darf, dass ich diesen Tag erleben kann. Und genau das ist der Punkt, am Abend Dankbarkeitsbuch und am Morgen aufstehen. Wer es nicht so schnell hinkriegt, kein Problem. Und dann 2 Minuten Jubelpose, damit Serotoninausstoß gleich am frühen Morgen beginnt. Und schon habe ich was getan für meine Glückshormone, für das gesamte Leben. Und wenn ich natürlich Glückshormone ausschütte, dann habe ich mehr Energie und ich kann es natürlich auch noch schaffen, weil ich nicht so ausgelaugt bin und energiearm bin. Und dann kann ich es eben auch schaffen, am Abend über die von mir so bezeichnete Turnschuhlinie zu springen, nämlich nicht die Turnschuhe, ja, in jeder Brigitte für Sie, Men's Health wird das immer empfohlen, die Turnschuhe gleich am frühen Morgen rauszustellen, damit man, wenn man von Arbeit kommt, reinspringt. Aber in Wirklichkeit ist es so, man ist abends völlig down. Ja? Der Fachbegriff dafür ist Ego-Depletion. Ne? Also man kann also, niemand kann was dafür, das ist eben einfach so. Und deswegen, wenn man energiemäßig unter diese Linie kommt, unter diese Turnschuhlinie, dann springt man, wenn man von Arbeit kommt, über die Turnschuhe, legt sich für 20 Minuten auf die Couch und bleibt meistens liegen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen Cortisol abbauen, aber natürlich nicht mit zu viel Leistungssport am Abend, weil
sonst wird wieder das Cortisol geht nach oben, Melatonin geht nach unten. Ja? Also du siehst, alles hängt mit allem zusammen und das ist eigentlich das Faszinierende, dass man, egal welches Thema, man kann man rausnehmen und da haben wir jetzt hier nur ein bisschen so gekratzt an den ganzen Geschichten. Deshalb, ich komme immer wieder zurück, Cortisol, das Wichtige, Cortisol, Melatoninachse, ja, Serotonin, Glückshormon, wir müssen glücklich sein, wir müssen uns über unseres Lebens freuen und wenn wir das alles tun, das mag für den einen oder anderen jetzt vielleicht so ein Schlag ins Gesicht sein, dann sind wir natürlich auch nicht depressiv, dann passiert das nicht, sondern wir freuen uns, dass wir in die Natur kommen, wir freuen uns, dass wir draußen spazieren können, damit sind wir natürlich gleichzeitig im Licht und auf einmal leben wir so wie die Natur, wie der Schöpfer, wer auch immer, ja, jeder mag an was anderen glauben, uns geschaffen hat und wir leben ein lebenswertes Leben und irgendwann erreichen wir vielleicht sogar die Lebensglücklichkeit. Das würden wir uns doch alle wünschen. Lutz, wenn die Zuschauer, Zuschauerinnen jetzt noch mehr von dir erfahren wollen, wo bist du aktiv? Finden sie dich? Ja, also ich habe es das eine oder andere Mal schon gesagt. Wir haben mehrere Brain Devices. Wir haben natürlich auch, gerade was das Thema Mundgesundheit betrifft, eben bestimmte Geschichten. Ich arbeite mit MitoCare zusammen. Wir sind mit bei der Akademie für menschliche Medizin. Aber jetzt hauptsächlich für diese Geschichte zum Thema Abnehmen haben wir eine Webseite oder habe ich eine Webseite, die heißt figur-korrektur.de und wer das nicht findet, geht einfach auf lutzrahmlich.com. Und da ist natürlich alles mit drauf, sind meine Vorträge mit drauf und das ist natürlich die entsprechende Verlinkung. Und alles andere kann man unten wahrscheinlich dann lesen und auch die Brain Devices, die mit Geschäft mit dem Geschäftspartner mache. Ja, dafür gibt es natürlich andere Auftritte. Aber jeder kriegt die Information, die er haben möchte und im Zweifelsfall meldet sich einfach. Ich freue mich, wenn ich nur einen einzigen heute erreicht habe, der sagt, ich hasse mein Cortisol nicht, aber ich möchte, dass es nur da ist, wenn es da sein muss. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ja fast schon eine Schlussbotschaft. Ich möchte mich herzlich bedanken für dieses Interview. Hast du noch vielleicht ja, eine kleine Sache, die du loswerden möchtest? Oder war es das im Prinzip schon? Es waren ja viele. Ja, das war es natürlich tatsächlich nicht. Ja. Ich könnte jetzt natürlich noch tagelang weitermachen, aber eine ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, Abnehmen beginnt im Kopf. Ja. Und jeder, der hier ist, sollte sich um seinen Autopiloten kümmern. Das hat viel mit dem Thema Hormonen zu tun, mit dem Thema Mikronährstoffen, mit dem Thema, was denke ich den ganzen Tag. Und diese Zahl will ich einfach noch jedem mitgeben. Man hat herausgefunden, wenn also der Autopilot ist, das ist alles das, was im Körper so selber passiert, von selbst, ja, also etwa 10.000 chemische Reaktionen pro Zelle in der Sekunde. Und wir haben 70 Billionen Zellen. Das passiert also alles, ohne dass wir gerade hier irgendwas tun. Das Unterbewusstsein gehört dazu. Das ist auf einer Skala etwa 11 Kilometer, sagt die Forschung. Ja? Das, was wir bewusst machen können, ist so dick wie mein Daumen. 5 Millimeter. Deshalb glaube ich persönlich nicht so sehr immer an Mindset, sondern ich glaube daran, wir müssen dafür sorgen, dass wir natürlich leben, dass die Mikronährstoffe da sind, dass die ordentlichen Hormone da sind, dass Cortisol dann da ist, wenn es da sein muss, dass Melatonin dann da sein muss oder da ist, wenn es da sein muss. Ja. Und dass wir ansonsten den Körper das machen lassen sollten und dass wir an unser Immunsystem glauben sollten. Ja. Und das müssen wir stärken. Und wir sollten halt wirklich versuchen, so natürlich wie möglich, das klingt jetzt alles ein bisschen irgendwie langweilig, aber so natürlich wie möglich zu leben. Und dann funktioniert eben auch wieder vieles besser. Wir sollten vielleicht Waldbaden nutzen, ja, das wäre natürliches Leben. Ja, eine super Geschichte, die man in Japan seit 1988 sogar von der Krankenkasse bezahlt kriegt, Waldbaden. Ne? Okay. Das zeigt uns, dass wir vielleicht eben auch Haustiere nach wie vor unterstützen sollten. Ja? In meiner Welt müsste jeder, der krank ist, ein Haustier bekommen, weil er sich dann bewegt, weil er dann Liebe kriegt. Ja? So, das sind die Geschichten, damit das Cortisol weg ist, damit eben tatsächlich Serotonin und Melatonin nach oben kommen. Nicht immer, aber immer öfter.
Jetzt muss ich aber noch mal einhaken. Wald, das habe ich noch nie gehört. Waldbaden, wo kann man Waldbaden gehen? Oder meinst du einfach spazieren gehen im Wald? Oder was ist damit? Nein, nein, nein. Natürlich ist es am Ende nur spazieren gehen im Wald, aber jetzt man könnte da auch da wieder an der Stelle Fässer aufmachen. Es gibt ja, sagen wir mal, Wälder, die zu unserem Naturraum gehören, und es gibt aufgeforstete Wälder, die seit irgendwie vor ein paar hundert Jahren oder irgendwo, also ganzen zum Beispiel Nadelbäume etc. Aber es gibt mittlerweile unheimlich viele Studien, dass die Bäume Stoffe absondern, das machen sogar die Bäume vor dem Haus, ja, die uns durch die Atemluft gesund machen. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt sensationelle Bücher von tollen Menschen, die eben das Thema Wald oder Holz beziehungsweise den Lebensraum Baum, ja, dass das Lebewesen Baum, wie auch immer man das bezeichnen will, genauer bezeichnen. Da will ich jetzt nicht einsteigen. Aber wenn ich eben in den Wald gehe, habe ich frische Luft. Ich bekomme diese Bodenstoffe von den Bäumen. Ich gehe spazieren. Und wenn ich das ordentlich mache, dann mache ich das wegen mir. Das heißt, ich bekomme Liebe, ich liebe mich selbst. Vielleicht gehe ich sogar noch mit einem Tier, was ich liebe, was mich wieder zurückliebt. Und glücklicher kann eigentlich ein Tag nicht zu Ende gehen, als mit einem Waldbaden am Abend. Und wenn ich dann wiederkomme, ist mir so kalt, weil wir wollen ja Temperaturschock haben, damit die Chronobiologie das auch weiß. Ja. Und dann gehe ich in das warme Bad zu Hause, mache mir mein Teelicht an, und danach kann ich sensationell schlafen, weil ich habe Melatonin im Überfluss. Danke für die Ausführung. Das habe ich jetzt verstanden. Waldbaden kannte ich nicht. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt mein Cortisol runterbringen, obwohl ich, glaube ich, sowieso keinen hohen Spiegel habe. Aber ich werde mit meinen Katzen jetzt noch ein bisschen schmusen. Ja, mach das. Viel Spaß dazu. Ja. Ich werde hier wieder rausgehen nach Bangkok. Da geht der Cortisolspiegel nach oben. Aber ist auch nicht so schlimm, weil ich weiß, was ich tun muss. Ja. Und manchmal ist es auch in Ordnung, wenn man irgendwie eine Nacht nicht gut schläft. Dann kann man den Schlaf, den guten Schlaf in der übernächsten Nacht umso mehr genießen. Lutz, danke für das Interview. Und an die Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Wir sagen Dankeschön. Tschüss, tschüss. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video.